Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute ist das Bankdrücken dran. Das war am vergangenen Donnerstag. Beim Bankdrücken heute hat mir voll die Motivation gefehlt. Ich habe mich in allen Bewegungen schwer getan. Ich bin überhaupt nicht richtig in die Puschen gekommen. Woran es lag, ich weiß es nicht. Die Motivation war jedenfalls sehr, sehr niedrig. Ich habe zwar immer viel mit Kopfkino gearbeitet, also das heißt die Bewegung bildlich vorher vorgestellt und das immer wieder und dann bin ich halt an die Hantel gegangen, aber es hat einfach nicht gezündet. So. Ich hatte heute das Ziel gehabt, 90% zu bewegen. Da habe ich allerdings schon wieder Bedenken gehabt. Und ich habe einen Sportfreund rangeholt, der mir zur Seite stehen sollte, wenn es nicht mehr gehen sollte. Und er hat dann halt immer eingegriffen, wenn es nicht ging. So auch wie hier. Da habe ich die 90% drauf gab. Das war mein erster Versuch mit einer Wiederholung. Auch hier hat mich dann wieder die Kraft verlassen. Ich war mental überhaupt nicht da gewesen. So entschloss ich mich mit dem Super Ram das Training weiter fortzuführen, um wenigstens die 90% heute zu bewältigen. Und das klappte allerdings wieder recht gut. Er hat wenig eingegriffen, mein Sportfreund. Auch im zweiten Satz gab es hinsichtlich keine Probleme. Aber wie gesagt, ich war heute nicht fürs Bankdrücken begeistert. Ich kam einfach nicht aufs Level. Naja, solche Tage gibt es halt auch. Ich denke mal, beim Wettkampf wird das wieder ganz anders ablaufen. Und bis dahin ist aber noch viel Zeit, aber dennoch muss das Training weitergehen. Ich kann da nicht einfach was ausfallen lassen, nur weil es heute mal nicht läuft. Denn mir läuft dann ja auch die Zeit fort. Ich habe ja nächste Woche nochmal Training und dann ist ja schon wieder die Wettkampfwoche. Da werde ich ja sowieso nur einmal trainieren und das war es dann allerdings auch. Mit der Beugestütze habe ich dann mein Training beendet, 2x4 bis 6. Da lief es schon wieder etwas besser, aber wie gesagt, da war das Training zu Ende. Da brauche ich gar nicht wieder mit Bankdrücken anzufangen. Am Freitag habe ich das Kreuzheben ausgeführt. Ich hatte nun mal die Kniebeuge weggelassen. Ich habe mich hier mit dieser Erwärmungsmethodik aufgewärmt. Das bestand aus zweimal Kniebeuge mit der Stange. Dann kam der Classic Lift im Anschluss. Auch zweimal, dann habe ich die Hantel umgesetzt und dann kam natürlich auch noch das Ausstoßen hinzu. Das habe ich 4, 5 Runden gemacht und habe dann mich vorbereitet für das Kreuzheben. Im Gegensatz zu gestern, wo es im Bankdrücken gar nicht lief, hatte ich eine hohe Motivation am Tag gelegt und war mental auf die 92%, die ich heute als Hauptlast hatte, schon richtig vorbereitet. So, die letzten Hebungen hier in der Erwärmung. Ich werde das im Wettkampf nicht anwenden, weil ganz einfach die Kniebeuge und das Bankdrücken schon vorher dran waren und da hat der Muskel eh noch genug Wärme. So. Gerade fertig geworden und jetzt geht es schon ans Kreuzheben. Das waren die 82%. Allerdings ist es mir dann schon wieder etwas schwer gefallen. Ich habe auch zwischenzeitlich mal so leichte Bauchkrämpfe gehabt von an der Seite. Wie das zustande kam, keine Ahnung. Ich habe dennoch die Wiederholung durchgezogen. Und war dann nach einer Stunde Training fertig. So, Freunde, meine Energiebasis ist nach wie vor das Brot. Ich habe in der Woche zwei verschiedene Brotsorten. Das ist einmal das Vollkornbrot und ein Kartoffelbrot. Beide Brotsorten liefern sehr viel Energie,
haben sehr viel Ballaststoffe und vom Geschmack her sind sie sehr kräftig, was ich sehr gern habe. So, als nächstes ist für die Energie bei mir der Reis mitverantwortlich. Ich esse in der Woche ca. 2 Kilo Reis. Das ist meistens abends oder auf Arbeit. Ihr seht, was alles im Nährwert drin steckt in so einem Beutel Reis. Da brauche ich jetzt nichts weiter dazu zu sagen. Auch greife ich hin und wieder zu Bulgur zurück. Das ist auch was sehr Leckeres. Und man kann damit viel anstellen, gerade Fisch oder Fleisch. Auch hier sieht man in der Nährwerttabelle, was es alles beinhaltet. Und was auch bei mir in der Woche fast täglich schon ist, sind die Haferflocken. Die liefern ebenfalls viele Kohlenhydrate, viel Ballaststoffe und natürlich auch Vitamine und Mineralien. Das waren die Produkte, die ich hauptsächlich esse, um meinen Energiebedarf zu decken. Was jetzt gefehlt hat, waren die Kartoffeln. Aber zurzeit bin ich da nicht so auf den Trip, Kartoffeln zu essen, hauptsächlich Reis und Bulgur. So, Freunde, wir sehen uns am Dienstag wieder und da führe ich die Kniebeuge aus, die letzten schweren Kniebeuge. Bis dahin, schönes Wochenende und bleibt alle weiter stark.